Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien und heute wird's sportlich. Aber keine Angst, wenn ihr jetzt denkt, dass ich hier irgendwelche Übungen vormache, das natürlich nicht. Aber es ist nicht mehr lang hin und ein großes Sportereignis steht an. Und was wir bei diesem Sportereignis machen, was das mit Optionshandel zu tun hat, all das gibt's jetzt im Video. Also, es ist gar nicht mehr lange hin und zwar noch genau einen Monat und dann startet in Frankreich die Fußball-Europameisterschaft. So langsam bereiten sich alle vor, das heißt, die Bierbänke werden rausgeholt, der erste Vorrat wird angelegt, Grillkohle wird gekauft und auch wir von Optionsstrategien haben uns natürlich überlegt, dass wir zu diesem besonderen Ereignis etwas für euch tun wollen. Und ihr seht es schon hier, ich habe ein riesengroßes Paket in der Hand, nämlich das ist all das, was man momentan bei uns kaufen kann. Also das Buch und dann insgesamt 6 verschiedene DVDs zu Themen wie Kalender Spreads, Covered Call Writing, Earnings, Wohler Strategien, Handel für kleine Konten. Und diese Pakete, die gibt es zu gewinnen. Und zwar machen wir dieses Mal für die Abonnenten unserer Optionsstrategien. Das heißt also auch für die Bestandskunden und auch für alle neuen machen wir ein Gewinnspiel. Und jetzt wären wir natürlich nicht Optionsstrategien, wenn wir ein simples Gewinnspiel machen würden und würden sagen, okay, tippt mal einfach, wer Europameister wird. Weil das wäre ja viel zu einfach und das, naja, einfach wäre es vielleicht nicht, aber das wäre ja so wie klassisches Trading. Wir sagen mal voraus, wo geht denn der DAX hin? Und da wir weder wissen, wohin der DAX geht, noch dass wir wissen, wer Fußball-Europameister wird, obwohl wir natürlich alle so ein bisschen berechtigte Hoffnung haben, wobei ich weiß nicht, ob es berechtigt ist, aber wir haben zumindest alle diese Hoffnung, dass unsere Jungs das machen, haben wir uns Folgendes überlegt, wir machen ein Tippspiel und zwar ein Optionsverkaufstippspiel, nämlich es geht hier um Wahrscheinlichkeiten. Ihr wisst, ihr kennt den Spruch, wir wetten immer darauf, wo ein Preis nicht mehr hingeht und deswegen machen wir es auch diesmal so, wer wird denn nicht Europameister? Naja, könnte man sagen, relativ viele, ne? Weil von den ganzen Mannschaften, die teilnehmen, da werden es die Masse eben nicht werden, aber ganz so einfach machen wir es dann doch nicht. Und ihr merkt es vielleicht schon, ich bin jetzt nicht so der ganz große Fußballexperte. Und aus diesem Grunde habe ich einfach mal bei mir im Team gefragt, wer kennt sich damit am besten aus? Und wir haben einen wirklichen Fußballexperten hier im Team, nämlich den Jan. Und der wird euch jetzt dieses Gewinnspiel und alles, was es zur Europameisterschaft zu sagen gibt, nochmal ein bisschen erklären und deswegen schalte ich jetzt hier an dieser Stelle ins Stadion und sage, hallo Jan, wie schaut's aus, wie geht es weiter in den nächsten 30 Tagen? Vielen Dank Jens für die einleitenden Worte. Ich muss jetzt vorab allerdings 2 Dinge nochmal erwähnen und zwar hast du bei dem Gewinnpaket eine wichtige Sache vergessen und zwar, dass du den 3 Gewinnern ja auch noch einen Tag vor Ort Coaching geben möchtest. Und zwar zu einem Spezialoptionsthema, das jetzt auch nochmal dazu. Für viele ist das vielleicht sogar der Hauptgewinn in dem Gewinn. Und zum Zweiten sehe ich persönlich das jetzt nicht als unrealistisch an, dass Deutschland neben der Weltmeisterschaft jetzt auch Europameister wird. Deshalb ist mein Tipp vom Herzen natürlich auch, dass Deutschland Europameister wird. Und daran glaube ich auch. Ja, nur nochmal ganz kurz zur Erklärung für die unter uns, die vielleicht mit dem Modus der Europameisterschaft nicht ganz so vertraut sind. 24 Teams aus ganz Europa nehmen teil an dieser Europameisterschaft 2016 und in der Vorrunde wird es so sein, dass es 6 Gruppen gibt, a 4 Teams und die ersten 2 aus diesen Teams sind automatisch für die K.O.-Runden nominiert dann. Das heißt, wir haben dann schon mal 12 Teams, die weiterkommen, nämlich der Erst- und der Zweitplatzierte. Hinzu, die 4 besten Drittplatzierten haben auch noch die Chance, sich den Europameisterschaftstitel dann zu holen und sind ebenfalls in der K.O.-Runde dabei. So, und wie soll jetzt das ganze Tippspiel aussehen, wenn wir nicht den Europameister tippen? Wir möchten von euch, dass ihr 6 Teams auswählt, die die Vorrunde einfach nicht überstehen. Ja, ich würde jetzt also, weil mein Favorit ja Deutschland ist, unter diesen 6 Teams sicherlich nicht Deutschland auswählen, denn ich gehe ja davon aus, dass Deutschland Europameister wird, also werden sie diese Vorrunde auch überstehen. Das heißt also, wählt einfach 6 Teams aus, von denen ihr nicht glaubt, dass sie die Vorrunde überstehen und ja,
dann natürlich viel Glück dabei, dass eben die Wahrscheinlichkeit auf eurer Seite steht. Ich denke, da fallen euch sicher ziemlich schnell 6 Teams ein, wenn ihr die Liste seht. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass viele von euch eine hohe Trefferquote haben werden. Neben diesem Hauptgewinnspiel, wo es eben darum geht, 6 Teams auszuwählen, die nicht über die Vorrunde hinausgehen, wird es noch ein kleines Extraspiel geben. Ja, gebt also dann doch noch den Europameisterschaftstipp an. Das ist eine Art Sonderverlosung. Jeder, der teilnimmt, kann hier dann nochmal eine kleine Überraschung gewinnen, wenn denn dann sein Tipp am Ende richtig ist. Das zu den Spielregeln erstmal und ich gebe jetzt zurück zu dir, Jens, zurück nach Zwickau. Also, ihr habt gesehen, es lohnt sich definitiv an diesem Spiel teilzunehmen und auch ich werde teilnehmen. Nicht, weil ich das hier gewinnen will, sondern weil es mich natürlich einfach interessiert und weil ich mich natürlich auf die Teilnehmer freue, die dann hier zu uns ins Büro kommen. Ich bin selber gespannt und ich werde das natürlich auch reinweg nach Wahrscheinlichkeiten machen. Also ich werde wohl nicht tippen, dass Frankreich und Deutschland die Vorrunde nicht überstehen, sondern ich werde mich wirklich nach Wahrscheinlichkeiten richten, genauso wie ich das im Optionshandel tue. Beteiligt euch auf jeden Fall an diesem Gewinnspiel. Das ist eine lustige Sache. Wir werden sicherlich viel Spaß haben. Und es ist ja auch so, man schaut sich natürlich das Ganze dann auch ganz anders an. Wir werden auch die Tage jetzt mal noch ein Video hochbringen. Was hat denn Optionshandel und Sportwetten, was gibt es denn da für Gemeinsamkeiten? Und auch da werde ich noch ein paar Sachen mit erklären. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, wenn ihr also die nächsten 30 Tage euch an diesem Gewinnspiel beteiligt. Wie gesagt, ich glaube hier, dieses Paket und der Besuch bei uns im Büro, das lohnt sich mitzumachen. 3 von euch werden definitiv gewinnen und für alle, die dann noch den Sondertipp richtig haben, für die wird es ja noch eine extra Überraschung geben. Also, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Und dann wieder normal aus dem Handelsbüro und nicht aus dem Fußballstadion. Euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut, bye bye.